Hallo zusammen, mein Name ist Kimi. Ich besuche die Highschool und dieses Jahr habe ich Abschlussprüfungen. Dieses ist ein sehr spannendes Ereignis im Leben eines jeden Schülers. Der Erhalt des Zertifikats, der Abschlussball, das schicke Kleid, das College, das ist alles so cool. Ich denke nur darüber nach und freue mich sehr darauf. In der Tat denken jetzt alle meine Klassenkameraden mehr über die Prüfung nach und bereiten sich auf das Bestehen vor. Ich bin nicht besorgt darüber. Ich habe die ganze Zeit sehr gut studiert und ich habe gute Noten. Viele Leute dachten, ich wäre ein Nerd, aber es ist mir egal. Jetzt lernen sie Tag und Nacht und ich kann mich entspannen und ruhig ein Kleid wählen, weil ich für die Prüfungen zu 100% vorbereitet bin. In letzter Zeit surfe ich zunehmend auf Websites mit modischen Kleidern und wähle ein Kleid aus. Ich weiß sogar schon, wie es sein wird. Ich sehe es direkt vor mir. Das Kleid meiner Träume. Es ist einfach wunderschön. Die Farbe ist sanft perlig, nur ohne Glanz, wie es jetzt in Mode ist. Das Mieder ist offen, ohne Riemen. Der Rock ist breit, aber nicht üppig. Und der Ausschnitt ist von der Hüfte bis zum Boden. Der Gürtel ist breit mit einer riesigen Blume. Und von ihm fallen Blumen entlang des Ausschnitts entlang. Blumen von zarter lila Farbe. Auf meinen Schultern habe ich einen transparenten, leichten Schal und Blumen im Haar. Ich habe mir sogar dieses Kleid gemalt. Jetzt versuche ich es in den Läden zu finden. Aber es gibt nichts Passendes. Das ärgert mich sehr. Meine Eltern sind auch wütend, sagen, dass ich mich mehr auf die Prüfung vorbereiten und weniger auf den Seiten surfen soll. Aber ich gebe nicht auf. Die Schule ist vorbei und die Zeit der Prüfungen beginnt. Alle reden nur noch darüber. Alle meine Mitschüler sitzen ständig in der Bibliothek und ich bin bei ihnen, damit meine Eltern sich beruhigen. Aber ich habe mich nicht wirklich auf die Prüfungen vorbereitet. Ich suche nach einem Kleid. Und wieder einmal, als ich mit Sehnsucht in den Augen meiner Skizze nachsah, setzte sich ein Mädchen aus der benachbarten Klasse zu mir und fing an, nach meinem Kleid zu fragen. Wir verließen die Bibliothek und ich sagte ihr, dass das Kleid meiner Träume einfach nicht existiert. Sie hatte eine super Nachricht. Ihre Schwester näht Kleider. Und ich könnte dort eines bestellen. Im Gegenzug müsste ich ihr bei den Prüfungen helfen oder besser gesagt für die ihr Matheaufgaben einen Spickzettel erstellen. Ich war gegen solche Methoden der Prüfung, aber das Kleid wollte ich unbedingt. Und ich stimmte zu mit der Bedingung, dass sie niemandem abschreiben lässt. Ihre Schwester fand meine Skizze super, wollte aber sehr viel Geld zum Nähen. Meine Eltern werden mir nicht so viel Geld geben. Was war zu tun? Ich war noch mehr verärgert, denn jetzt werde Traum meines Kleides zum Greifen nah und entging mir irgendwie trotzdem. Die Entscheidung kam so einfach wie die Idee, ein Kleid zu nähen. Ich habe die Matheaufgaben gelöst und sie kompetent erledigt. Ein paar Fehler gemacht, die dem Wissen meiner Klassenkameradin entsprachen. Sie hat die Prüfung vorzeitig und erfolgreich bestanden. Und danach haben sich eine Reihe von Schulkindern an mich gewandt, für die gleichen coolen Spickzettel. Für jede Arbeit nahm ich Geld und konnte jetzt den fehlenden Betrag für das Kleid hinzufügen. Es war ein Sieg. Darüber hinaus beruhigte ich mein Gewissen durch die Tatsache, dass ich ein Problem für andere löse und mich selbst trainiere, was bedeutet, dass ich mich auf alle Prüfungen mit doppeltem Nutzen vorbereite. Eins war schwierig, die Interessenten wurden immer mehr und ich musste nachts schreiben. Die Eltern schauten in mein Zimmer, dachten, dass ich mich intensiv auf die Prüfungen vorbereite und waren stolz auf mich. Sie haben mir sogar versprochen, schicke Schuhe für mein Kleid zu kaufen. Mein neuer Job wurde mehr und mehr zum Vorteil. Ich gab jeden Tag neue Spickzettel aus und bat alle nur um zwei Dinge. Erstens, gebt niemandem eure Version, weil sie ist individuell geschrieben. Zweitens, schreibt ihn mit eurer eigenen Hand neu, dann ist es einfacher, ihn in der Prüfung zu lesen. Meine Handschrift ist zwar klarer, schöner und leserlicher, die Leute denken immer, ich hätte einen Graphiekurs abgeschlossen. Das war wohl mein Hauptfehler, wenn ich gewusst hätte, was mich das kosten würde. Der Tag der Abschlussprüfungen kam. Heute versammelten sich alle Gymnasiasten in der Schule für die Matheprüfung, die mündliche Matheprüfung. Ich musste nur die allgemeinen Prüfungen bestehen, weil meine Noten es mir erlaubten. Ich konnte die Aufgaben leicht bewältigen und die allererste war ich, die nach Hause ging. Wohl wissend, dass ich morgen auf der Liste derjenigen sein werde, die erfolgreich bestanden haben. Es war ein toller sonniger Tag und ich verbrachte die Zeit mit der Suche nach den perfekten Schuhen. Und ja, mein Kleid war fast fertig und ich konnte es leicht bezahlen. Am nächsten Tag kam ich zur Schule und fand mich überhaupt nicht auf den Listen. Mein Nachname war einfach nicht da und im Allgemeinen gab es nur wenige Nachnamen auf den Listen. Nicht alle konnten durchgefallen sein. Während ich nachdenklich dastand, kam Frau Dahl, unsere Sekretärin, zu mir und bat mich, ins Büro des Direktors zu gehen. Es war seltsam. Im Büro saßen bereits meine Eltern. Es war unerwartet und nach ihren Gesichtern zu urteilen, war der Grund nicht fröhlich. Aber ich konnte den Test nicht verhauen haben. Was ist passiert?
Der Ton des Direktors war sehr bedrohlich und offiziell. Er teilte mir mit, dass gestern während aller Prüfungen 30 Spickzettel in verschiedenen Fächern mit meiner Handschrift beschlagnahmt wurden. Diese Handschrift kann nicht verwechselt werden und ich brauchte nicht einmal eine Expertise. Er reichte meinen Eltern einen Stapel Spickzettel und meine Mutter keuchte. Das war ohne Zweifel meine Handschrift. Er sagte auch, dass eine Untersuchung durchgeführt wurde und alle diese Leute sagten, dass sie Spickzettel von mir gekauft haben. Dies war nicht akzeptabel. Das ist reiner Betrug. Dies ist in unserer Schule noch nie passiert. Daher werden alle diese Personen die Prüfung wiederholen und ich werde von der Schule ausgeschlossen, ohne das Recht wieder aufgenommen zu werden. Ich bekomme kein Zertifikat. Sie haben mir meine Papiere gegeben. Das war ein Albtraum. Alle meine Träume sind in einem Augenblick zusammengebrochen. Und das alles wegen des Kleides. Die Eltern waren extrem verärgert. Aber das Schlimmste ist, dass viele von denen, die von mir einen Spickzettel bekommen haben, jetzt Geld zurückforderten und ich es nicht hatte. Ich habe das Kleid bereits gekauft. Und jetzt habe ich ein Kleid, aber nichts, wozu ich es anziehen kann. Und auch die Schulden sind geblieben. Papa sagte, er würde nicht für meine Dummheiten bezahlen. Er schämte sich überhaupt, dass ich seine Tochter bin. In derselben Nacht hinterließ ich meinen Eltern eine Notiz und fuhr in eine andere Stadt, um mich zu finden und Geld zu verdienen. Ein Jahr ist vergangen. In dieser Zeit habe ich viel überlegt. Das ganze Jahr habe ich als Kellnerin in einem Straßencafé an der Bundesstraße gearbeitet. Jeden Monat schickte ich Geld an meine Klassenkameraden und bezahlte alle Schulden. Das Geld, das ich verdient habe, war genug für mich. Aber jetzt möchte ich mehr als alles andere aufs College gehen und einen guten Beruf erlangen, weil diese Arbeit hier ist hart und nicht interessant. Aber ich hatte kein Zertifikat und wie ich die Prüfungen jetzt wiederholen sollte, wusste ich nicht. Es schien mir, dass ich alles vergessen hatte und ich schämte mich sehr, in meine Heimatstadt zurückzukehren. Genau das dachte ich, als ein Mann ins Café kam. Er bat um das Menü und einen Kaffee. Ich kam näher und erkannte den Direktor meiner Schule. Er freute sich nicht, mich zu sehen und ich schämte mich so sehr, dass ich in Tränen ausbrach und ihm sagte, dass es mir sehr leid tut, was ich getan hatte. Zumal der Grund dumm war. Nur ein Kleid. Der Direktor hat mir zugehört und hat gesagt, dass ich in diesem Jahr Dokumente für das Bestehen von Prüfungen einreichen kann, aber leider in einer anderen Stadt und es notwendig ist, Dokumente zur Verfügung zu stellen, die bestätigen können, dass ich einen guten Grund hatte, die Prüfung nicht zu bestehen. Wenn ich das schaffe, habe ich die Chance, das zu ändern. Am selben Tag habe ich meinen Job gekündigt und bin nach Hause zurückgekehrt. Meine Eltern waren bis dahin nicht mehr sauer auf mich und haben mir mit den Dokumenten geholfen. Ich musste wieder rund um die Uhr über den Lernbüchern sitzen. Aber jetzt weiß ich wofür, um das Wissen in meinem Kopf wiederherzustellen. Und es stellte sich heraus, dass es in einem Jahr nicht so einfach ist. Ich war furchtbar nervös vor den Prüfungen, hatte große Angst, nicht zu bestehen. Denn eines Tages habe ich mein Leben durch Dummheit ruiniert. Und jetzt kam der lang ersehnte Tag. Ich habe alle Prüfungen erfolgreich bestanden und ein Zertifikat über den Abschluss der Schule erhalten. Jetzt kann ich sicher aufs College gehen. Und das ist mein glücklichster Tag im letzten Jahr. Ich bin froh, dass meine Eltern an diesem Tag bei mir sind. Hier ist nur eine Frage ungelöst geblieben. Das ist mein Kleid. Jetzt finde ich es nicht großartig. Und ich möchte es nicht tragen. Es hat mich viel gekostet. Was denkt ihr? Was soll ich damit machen? Wegwerfen? Verkaufen? Verschenken? Schreibt uns darüber in den Kommentaren und vergesst nicht, uns zu abonnieren.